Täglich werden in den Werkstätten der Deutschen Bahn Schienenfahrzeuge eingehend unter die Lupe genommen, auf ihre Funktionstüchtigkeit untersucht und repariert. Die Techniker mit ihrem hohen Fachwissen sind der Garant für die Instandhaltungsqualität. Erstmals übernehmen die Bereiche DB Regio und DB Fahrzeuginstandhaltung alle Instandhaltungen für ein anderes Nahverkehrsunternehmen. Das gab es so noch nie und ist eine Premiere. Nach einer europaweiten Ausschreibung von National Express Rail GmbH hat DB Regio NRW den Zuschlag zur Instandhaltung der 35 fabrikneuen Triebfahrzeuge erhalten. Ab Dezember 2015 kommen die Fahrzeuge auf den Strecken zum Einsatz. Das Joint Venture zwischen DB Regio NRW und DB Fahrzeuginstandhaltung hat uns in die Lage versetzt, uns zu bewerben. Wir haben in den Werkstätten hochausgebildete Mitarbeiter, die uns die Möglichkeit gegeben haben, in den Werkstätten Düsseldorf, Münster und Krefeld die Instandhaltungsleistung anzubieten. Die Instandhaltungsarbeiten umfassen Reparaturen, die Behebung von Vandalismus und Graffiti-Schäden, die Außenreinigung der Fahrzeuge und die Hauptuntersuchung, die turnusmäßig alle 8 Jahre stattfinden muss. Das ist die Zukunft. Hier können wir Geld verdienen, Arbeitsplätze sichern und unseren Fahrgästen einen attraktiven SPNV gewährleisten. Fast 50 Arbeitsplätze wurden so an den Werkstattstandorten für die nächsten 16 Jahre gesichert. Das Know-how dieser Mitarbeiter garantiert die hohe Qualität des Instandhaltungsgeschäfts und sichert damit auch eine bestmögliche Beförderungsqualität.